danken uns für Ihre Unterstützung. Der Aufzug setzt sich nun langsam weiter fort. Die rote Linie ist für viele Menschen überschritten. Daher gehen sie auf die Straße. Am Samstag, den 5. März, ist es wieder soweit. Die Corona-Demo in Freiburg. Die Demonstration findet jeden Samstag statt, seit Anfang und Ende letzten Jahres. Es laufen viele mit, die einfach gemerkt haben, es nimmt kein Ende, die ihre Freiheit zurückwollen, ohne Impfabo. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Ich laufe hier mit, um gegen die kommende Impfpflicht oder Impfzwang zu demonstrieren. Mit vielen Transparenten ziehen die Maßnahmengegner auch diesen Samstag wieder durch die Freiburger Innenstadt. Auch dieses Mal treffen sich die Teilnehmenden wieder am Platz der alten Synagoge. Um 14 Uhr geht's los. Auch Ärzte, die aufstehen, werden wieder mit am Start sein. Also ich verbürge mich dafür, dass alle, die hier einen weißen Kittel anhaben, die kenne ich persönlich. Das sind alles Ärzte und ich kenne viele, die hier mitlaufen in Zivil und die auch Ärzte sind und die ich gut kenne. Und nicht nur sie, auch Anwälte, Pflegepersonal und Mitarbeiter humanmedizinischer Heilarbeit, die aufstehen und auf die Straße gehen wollen. Ja, in den öffentlichen rechtlichen Medien ist es leider häufig so gewesen, dass nur vom Krankenhauspersonal und Pflegepersonal gesprochen wurde. Aber in der Tat ist in diesem Gesetz ein Punkt drin, der heißt, dass in Praxen für humanmedizinische Heilmethoden oder besser gesagt Heilarbeit. Und dieser Punkt beinhaltet jede Menge andere Berufe noch. Nicht nur Heilpraktiker, sondern Krankengymnasten, Logopäden oder auch viele, viele andere, die hier in dem körpertherapeutischen Bereich arbeiten. Und die sind hiermit herzlich eingeladen. Das Problem ist nur, dass viele es wissen schon und zur Kenntnis genommen haben, dass dieses Gesetz auch für sie gilt. Aber viele aber auch leider noch nicht und die am 15.03. ein bitterböses Erlebnis damit erleben werden, weil sie einen Brief vom Gesundheitsamt bekommen und Stellung nehmen müssen, ob sie tatsächlich sich impfen lassen wollen oder nicht. Und tun sie es nicht oder nehmen sie keine Stellung, dann wird ihnen ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen. Das sind viele selbstständige Existenzen, die in dem Bereich sich vieles aufgebaut haben, von heute auf morgen vernichtet. Sie werden aus der ganzen Region wieder anreisen, um sich in Freiburg zu versammeln. Also es ist keine Versammlung, die sich auf Ungeimpfte oder auf Impfkritiker beschränkt. Jeder, der Interesse hat an Demokratie, an Freiheit, an seinen Grundrechten, ist hier herzlich willkommen. Ja, ich demonstriere hier, weil einfach meine Rechte werden mir entzogen, ohne Wenn und Aber und ohne Grundlage. Ich demonstriere, weil der Herr Horn von Freiburg gesagt hat, wir sind gespalten und das kann ich ja einfach nicht mehr hören, dass wir spalten. Wir werden gespalten, wir werden bedrängt. Es musste ganz klar von jedem sein, dass ein Mensch, der alle auf sich nimmt, der auf die Seite gedrängt wird, die keine Kulturveranstaltung teilnehmen kann, kein Restaurant und nichts, dies nicht macht, um die Politik zu ärgern, sondern auf dich gründigen Glauben. Deswegen demonstriere ich hier. Schwarzwald TV sendet den großen Demoaufzug live. Da jetzt diesen Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie keinen Beitrag mehr verpassen. Und zusätzlich geben Sie mir einen tollen Support. Vielen Dank im Voraus, bis zum nächsten Mal und tschüss.